Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Dienstag, den 12. September. Bei der Suche nach einem Standort für eine neue Obdachlosenunterkunft in Nienburg stehen alle Beteiligten jetzt wieder da, wo sie im März schon einmal waren. Erneut spricht sich die Stadtverwaltung für das Grundstück der Feuerwehr aus. Zwar hatte der Sozialausschuss sich im April für das Gelände an der Moltkestraße ausgesprochen, das steht aber inzwischen nicht mehr zur Verfügung. Die Arbeiterwohlfahrt plant einen zweiten Standort seines Seniorenzentrums in Marklohe, der sich in der Ortsmitte befinden soll. Den Altbau am Goldberg will die AWO weiter nutzen. Der Flecken Liebenau, der in diesem Jahr sein 850. Jubiläum begeht, hat jetzt 3 Tage lang das kulturelle Leben des Ortes gefeiert. Mit Kinoabend, Kunstausstellung, Rockkonzert und Kreativfest auf dem Dorfplatz Lowinne. Rund 9.500 Gasgeräte sind im Versorgungsbereich der Stadtwerke Nienburg auf das energiereichere H-Gas umgestellt worden. Die Stadtwerke ziehen eine überwiegend positive Bilanz. In der Bilanz sind allerdings auch Kuriositäten zu finden. In Haus Kempten soll am Samstag, 16. September, richtig groß gefeiert werden. Mit diesem Fest soll nicht nur das Dörpshus offiziell in Betrieb genommen werden, sondern auch den vielen Unterstützern und Helfern ein Dankeschön ausgesprochen werden. Zum Sport. Fußballbezirksligist Rot-Weiß-Esdorf-Leseringen um Stefan Büge empfängt am Dienstagabend um 19 Uhr die Landesliga-Fußballer des SVBE Steinke zum Achtelfinale des Bezirkspokals. Marie-Christine Veil-Lübke und die Sonne strahlten am Samstag nach dem M-Sternspringen mit Stechen um die Wette. Die Reiterin von der RG Bücken-Wietzen hatte kurz zuvor auf Clarissa 2 blitzsaubere Durchgänge hingelegt und blieb jeweils fehlerfrei beim Heimturnier. Über eine ganz besondere Ehrung in Hannover freuten sich Paraweltmeisterin Christiane Reppe vom GC Nendorf, ihr Trainer Ralf Lindschulten und Vereinsvorsitzender Helmut Lange. Reppe bekam die niedersächsische Sportmedaille aus den Händen von Ministerpräsident Stefan Weil. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Dienstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.